Vorrede muss man ja überlegen, ob das ein Privileg oder ein Problem ist, danach dran zu sein. Nein, ich darf was erzählen über den Universitätsverbund Digel und wie Digitalisierung unser Zusammenleben und unser gemeinsames Arbeiten verändert und wie dann Kooperationen zwischen Hochschulen funktionieren können. Jetzt sind wir drei, Matthias, deswegen habe ich gedacht, ich sage doch noch mal ganz kurz einen Satz zu mir. Ich glaube, wir sind alle froh, dass wir uns duzen, weil das mit meinem Nachnamen immer ein bisschen kompliziert ist. Machst du was Digitales in der Lehrerbildung und habe 2017 den Universitätsverbund Digel mitgegründet. Jetzt habe ich schon Digel gesagt. Was heißt denn das eigentlich? Ist ganz kurz, ganz prägnant, Universitätsverbund für Digitales Lehren und Lernen in der Lehrerbildung. Gut, das war uns zu lang, aber er sagt, das kürzen wir ein bisschen ab, um es griffiger zu haben, rausgekommen ist Digel. Jetzt kann man sich natürlich fragen, erstmal, das kann alles heißen und das muss nichts heißen. Universitätsverbund sagt aber schon mal, das hat irgendwas mit Universitäten zu tun. Und wir sind gestartet in NRW mit 5 Hochschulen, die wir hier sehen. Dortmund, Duisburg, Essen, Bochum, Münster, Köln. Und früher hieß es mal NRW. Das ist rausgeflogen, weil in diesem Jahr Koblenz, Landau und Trier noch mit dazugekommen sind. Was machen wir? Wir bauen Lernmodule und zwar auf OER-Basis. Und diese Lernmodule stellen wir über eine Plattform zur Verfügung. Ich habe hier mal einen Screenshot mitgebracht. Merkt euch das gut, der Screenshot ist noch 4 Wochen gültig, dann gibt es große Relaunch der Plattform. Da habe ich aber noch nicht zeigen, deswegen noch die alte. Und das, was hier verlinkt wird, liegt dann auf den LMS der einzelnen Hochschulen. Das heißt, wir nutzen die Ressourcen, die wir haben. Ich habe mal einen Screenshot mitgebracht aus Bochum, wie so ein Lernmodul aussehen kann, in dem Bereich auch zum Thema OER. Es ist natürlich nicht so leicht, wenn man in 7 verschiedenen LMS arbeitet, das einheitlich hinzukriegen. Wir probieren sogar ein paar Dinge, wie das Logo, so ein bisschen Farbgebung, also wo man es mit HTML-Kenntnissen ein bisschen umsetzen kann. Aber wir haben gesagt, es muss ein paar Dinge geben, die einheitlich sind. Und das Allerwichtigste ist offener Zugang. Niemand will sich bei 7 Hochschulen registrieren müssen. Also Zugang offen und Lizenz offen. Strengste Lizenz, die wir zulassen, ist CC BY SA, also eine Nachnutzung muss von allen Materialien immer möglich sein. Wenn wir im OER-Bereich sind, dann ist die häufigste Frage, die ich dazu kriege, wie macht ihr das mit Qualitätssicherung? Heikles Thema. Wir haben uns da sehr viel Gedanken zugemacht. Führt viel zu weit für 5 Minuten. Fragt mich einfach, wenn er da Interesse dran hat. Wir haben ein 45-seitiges Dokument erarbeitet mit einem ganz klaren Qualitätssicherungsprozess und kontrollieren so unsere Module. 7 Hochschulen aktuell. Wir hoffen, dass wir mehr werden. Also ein bisschen Werbung ist das hier auch. Wie funktioniert dann Zusammenarbeit? Wie kann man als ein Team tatsächlich agieren, wenn man in der ganzen Bundesrepublik verstreut ist? Und wir haben gesagt, im Zeitalter der Digitalisierung kann es nicht sein, dass wir aufwendige Verträge aufsetzen, wo Juristen lange drüber gucken müssen. Und deswegen gibt es in Dinge keine Kooperationsverträge zwischen den Unis, sondern nur ein Memorandum of Understanding. Das sind 1,5 Seiten, wo wir kurz erklären, was sind wir, was machen wir und wie kann man mitmachen. Das wird unterschrieben und dann ist der formale Prozess abgehandelt und der Rest passiert in der täglichen Arbeit. Das, was Digel ausmacht, ist am Ende, dass wir das, was wir an den Hochschulen an Ressourcen haben, einbringen. Die Dortmunder Kollegen sind zum Beispiel ganz stark im Bereich Inklusion und haben diese Kenntnisse eingebracht, damit wir uns gemeinsam überlegen können, wie kann man Lernmodule barrierefrei gestalten. Und so bringt jeder seine Schwerpunkte, die er am Standort hat, ein und wir vereinen das in diesem einen Projekt. Für die Entscheidung heißt das, wir brauchen irgendwie so ein Entscheidergremium mit geringer Hierarchie. Das sind unsere Geschäftsführungen hier in Orange. Und dann gibt es Leute wie mich, die hier grün dargestellt sind, die sogenannten Beauftragten. Also wir leiten das operative Geschäft und kümmern uns um das, was alltäglich in Digel passiert. Jetzt hier mal, da kann ich natürlich nicht lang drauf eingehen, ganz kurz, wie so ein Digel ja aussehen kann. Wichtig ist, wir treffen uns einmal im Jahr tatsächlich in Präsenz, um zu besprechen, wie geht es weiter. Und da kann auch sein, dass wir die Hälfte des Projekts wieder auf den Kopf stellen, weil wir merken, es entspricht nicht mehr den Strukturen, die wir es brauchen. Und dann wird an den Standorten umgesetzt und wir sind dann auch in MetaMouse aktiv oder über Adobe Connect und sprechen uns ab. Jetzt kommt wieder der Werbeblock. Die Unis, die Logo haben, sind dabei. Wir wollen aber, dass mehr dazukommen. Und wir haben ja ein paar Leute aus der Lehrerbildung hier, also fühlt euch ruhig angesprochen und wir hoffen, dass wir die Landkarte in Deutschland dann noch deutlich vervollständigen können. In nächster Zeit digel.de/mitmachen gibt es auch noch mal ein paar Infos dazu. Das soll es von mir soweit gewesen sein. Wenn man mich kennt, weiß man, ich rede gerne und viel. Das heißt, stellt gerne viele Fragen und ich beantworte die auch ausführlich.
Und da so ein bisschen, wie der Relaunch aussehen könnte, aber ganz in Grau, am 29.08. gibt es mehr.